Tobi, du hast es ja vorhin schon erwähnt, der FC Stesing ist ja bekannt für seine tolle Jugendarbeit. Gibt es denn jetzt das eine oder andere Talent, das jetzt vor kurzem den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat oder es in Zukunft schaffen kann? Wie siehst du das? Also aus dem letztjährigen A-Jugendkader kommt man leider kein Spiel übernehmen. Da sind uns leider die höherklassigen umliegenden Vereine zuvor gekommen. Der Loset Franz hat beim FC Affing angehört und der Michael Rösele beim TSV Schwaben. Die wollten wir beide gerne halten. Haben sich leider gegen uns entschieden. Liegt wahrscheinlich dann an der Höhe der Liga. So sieht es aus. Wir spielen nun mal nur in der Kreisliga und das für so einen jungen, ehrgeizigen Spieler natürlich schon interessanter, wenn er nach oben wechseln kann. Wir versuchen natürlich, da dagegen zu steuern. Haben wir jetzt im kommenden Jahr eine ganze Menge A-Jugendspieler, es kommen 6 oder 7, glaube ich, raus, ältere Jahrgang, die für uns zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt auch schon gegen Adelshausen mal den Dennis Egger und den Raphael eingesetzt. Der Raphael hat da sogar am Wochenende nochmal eine Halbzeit gespielt. Also wir versuchen, die auch rechtzeitig zu uns in die erste Mannschaft zu integrieren, damit sie auch das Gefühl haben, wenn sie bei uns bleiben, dass sie tatsächlich eine Chance haben, sich hier zu entwickeln und dann auch bei uns zu spielen und nicht, wenn sie dann zwar höherklassig wechseln, dann aber dort nur auf der Bank sitzen. Man hat ja genügend Beispiele, wo es nicht klappt, gerade viele Spieler, die nach Affing abgewandert sind. Gut, der Franz Losert, muss man sagen, der hat, denke ich, jetzt schon gute Einsatzzeiten gehabt. Insofern ist es immer unterschiedlich. Und von persönlichen Entscheidungen, die man dann trifft. Ja, klar. Da hat es sich ausbezahlt und bei anderen vielleicht nicht. Kommen wir auf die aktuelle Spielzeit, die Höhe der sportlichen Liga, können Sie ja vielleicht selber bestimmen in der Saison. Ihr werdet von vielen als Meisterschaftsfavorit gezählt. Bist du denn dann erleichtert, dass man schon nach 4 Spieltagen die volle Punktzahl von 12 Punkten geholt hat? 11:0 Tore, muss man auch sehen, also sehr gut eigentlich vorne 11 Tore geschossen, hinten keins bekommen. Bist du da selber erleichtert jetzt in der Saison? Ja, erleichtert. Klar, freuen wir uns natürlich drüber, wenn man 12 Punkte macht, optimale Punkte und wahrscheinlich auch Torausbeute. Mit dem war nicht zu rechnen, zumal wir ja etliche Stammspieler immer im Wechsel im Urlaub gehabt haben. Insofern ist es doch ein bisschen überraschend, dass wir so erfolgreich dastehen. Ob wir zu Recht als Favorit gehandelt worden, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe uns eigentlich nicht so gesehen. Ich wusste, wenn sich keiner verletzt, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir jeden schlagen können in der Liga. Aber auf Dauer der Saison weiß ich nicht, ob wir das Niveau halten können. Gut, wir haben uns jetzt mit dem Mario Bortoluzzi noch verstärken können. Der hilft uns sicherlich weiter. Wenn wir noch einen Offensivspieler kriegen sollten, ich denke, dann sind wir in der Breite stabil genug, dass wir vielleicht sogar den großen Sprung schaffen können. Wie sieht es die Abteilungsleitung? Haben die das Ziel Aufstieg definiert? Nein, die wären natürlich nicht traurig drum, aber die haben jetzt keine Vorgabe gemacht, dass wir aufsteigen müssen, sondern die haben gesagt, wir wollen versuchen, dass wir sie dieses Jahr wieder packen, nachdem wir letztes Jahr in der Rückrunde so erfolgreich gewesen sind. Und bislang sind wir mit dem Stil eigentlich ganz gut gefahren. Ja, Bobby, jetzt wird es unsere Schwabensorger-Fans natürlich interessieren. Wie geht es denn mit dir selber weiter? Möchtest du denn jetzt, sagen wir mal, mittel- bis langfristig hier beim FC Stesing bleiben und etwas weiterentwickeln, vor allen Dingen im Hintergrund mit der guten Jugendarbeit hier? Oder reizt es dich doch mal ab und zu wieder mal in den höherklassigen Bereich zu gehen, also Landesliga oder Bayernliga zu trainieren? Ich denke, höherklassig wird aufgrund meines Berufes und meines Engagements dort nicht mehr in Frage kommen. Also wenn dann schon Bezirksliga, maximal Bezirksoberliga. Vielleicht mit dem FC Stetzling, ja? Wäre natürlich am besten. Also ich fühle mich bislang in Stetzling wohl. Aber wie es halt immer so ist, wenn der Erfolg da ist, gibt es viele Schulterklopfer. Und ich glaube, das Gegenteil hat der Ralf hier erlebt, der wirklich auch gute Arbeit geleistet hat. Der hat einfach halt die Seuche am Fuß gehabt mit seiner Mannschaft. Und der hat die weniger schönen Seiten des Umfeldes hier erleben müssen und hat deswegen auch von sich aus aufgehört. Also es war ja keine Entscheidung von der Vereinsführung, sondern die der Ralf selber.
getroffen. Ich glaube, du bist ein erfahrener Trainer, Fuchs, ja, weißt das auch gut so einzuschätzen. Wir wünschen dir von Schwaben sogar alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison und vielleicht sehen wir den FC Stetsingen in der Bezirksliga. Schön wäre es, ja. Super, danke. Ja, liebe Schwabensauger-Fans, das war das Gespräch mit Bobby Riedl vom FC Stetsingen. Danke und tschüss.